Willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV und damit ein herzliches Grüß Gott bei der letzten Ausgabe von Ländle TV, dem Wochenmagazin im Jahr 2015. Zum Start der Ausgabe blicken wir zurück auf die besten Ausgaben Blickpunkt Industrie 2015. Auch in diesem Jahr durfte Ländle TV wieder zahlreiche Produktionen für die Wirtschaftskammer Vahlberg, Sparte Industrie und auch der Sparte Banken und Versicherungen durchführen. Dabei wurde hinter die Kulissen zahlreicher heimischer Betriebe geblickt. Unter anderem bei der Gezner Textil AG. Dort fungierten die Lehrlinge beim Neujahrsempfang 2015 als Gastgeber. Anlässlich dieses Abends bekochten die Lehrlinge ihre Eltern, Lehrlingsausbilder und die Geschäftsleitung. Es ist ganz einfach, die Lehrlingsbeauftragte ist irgendwann mal bei mir im Büro gestanden, hat gesagt, die haben einen Anschlag auf die vor, dann möchten ein Kochevent mit den Lehrlingen machen. Als Hobbykoch bin ich sofort dabei gewesen und es freut mich, dass ich auch ja gesagt habe. Dabei stand aber nicht nur das Kochen im Vordergrund, sondern auch die gesamte Planung dieses tollen Abends hinsichtlich logistischer und betriebswirtschaftlicher Aspekte. Denn die Lehrlinge waren von der Deko bis hin zum Einkauf der regionalen und hochwertigen Lebensmittel sowie Weine selbst verantwortlich. Beim Einkauf standen gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit sowie regionale Verantwortung im Vordergrund. Begleitet wurden die Lehrlinge vom Haubenkoch und leidenschaftlichen Kochlehrer Wolfgang Kunier. Also wir sind mit dem Koch einkaufen gegangen und mit dem Organisator, haben das ganze Gemüse gekauft, alles berechnet, der Deckungsbeitrag, alles wie das halt abläuft im Geschäft sonst. Man hat auch viel Neues gelernt, finde ich, und es ist mal was anderes von einer anderen Materie in den Kochbereich zum Kochen und einfach mal so zusammenarbeiten mit allen. Viele der Lehrlinge machten dabei ihre allerersten Erfahrungen am Herd und im Umgang mit dem Kochlöffel. Die Lehrlinge hatten nicht nur riesengroßen Spaß und waren mit Begeisterung bei den Vorbereitungen und am Abend selbst dabei. Sie lernten auch Teamverhalten, richtige Planung und das Übernehmen von Verantwortung. Verantwortung übernehmen ist auch im Finanz- und Risikomanagement angesagt. Schülerinnen und Schüler der Vahlberger Handelsakademien konnten auch im Jahre 2015 ihr gelerntes Wissen unter Beweis stellen. FIRI wurde von der Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Vorarlberg ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sich das Programm auch über den Arlberg hinaus in Österreich durchgesetzt. Wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler Einblick in die Finanzwelt bekommen und mit hohem Praxisbezug auf ihre Zukunft vorbereitet werden. Bei den Fachgesprächen stellten sich die Teilnehmer den Fragen der Prüfer. Ja, ich stelle mich deshalb als Prüfer zur Verfügung, weil es wichtig ist, dass man dem Nachwuchs auch entsprechende Wertschätzung zeigt. Wir sind ja darauf angewiesen, dass wir einen gut qualifizierten Nachwuchs haben. Da sind auch Leute dabei, die sich freiwillig der FIRI-Ausbildung unterwerfen und die haben auch eine entsprechende Wertschätzung verdient. Um das FIRI-Zertifikat zu erwerben, mussten die Schülerinnen und Schüler noch zusätzlich schriftliche Tests absolvieren und eine Projektarbeit erarbeiten. Also in FIRI hat mir einfach am besten gefallen, dass es einfach sehr praxisnah ist, man hat sehr viele Fallbeispiele im Unterricht gelöst und vor allem auch, dass es jetzt auch für einen selber was bringt, weil das Kreditbereich ist für jeden von uns einfach wichtig, weil Vorarlberg Schaffer, Hüselbauer, jeder will mal sein eigenes Haus haben und dann das kann man meistens einfach nicht aus den Eigenmitteln finanzieren und darum ist aber ein Kredit sehr wichtig. Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums organisierte die Wirtschaftskammer Vorarlberg dann am 11. und 12. Juni einen FIRI-Kongress im Montforthaus in Feldkirch. Spartenobmann Wilfried Hopfner zeigte sich sehr erfreut über die Entwicklungen des Programms und begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste aus Vorarlberg, aber auch aus anderen Bundesländern. Die Berufswahl erleichtern und zahlreiche Berufe vorstellen. Das sind die Eigenschaften der BIFO-Messe, die auch in diesem Jahr wieder durchgeführt wurde.
Unter dem Dach Technikland Vorarlberg boten Betriebe der Vorarlberger Sparten VEM, Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie, der MET, Metall-Elektrotechnik-Gewerbe und der VKT, Vorarlberger Kunststofftechnik, einen anschaulichen Rundgang durch die Welt der Technik. Die Kernidee der BIFO-Messe ist ja, dass sich junge Menschen über sämtliche Möglichkeiten, die die duale Ausbildung in Vorarlberg bietet, informieren können. Das heißt, welche Lehrberufe gibt es, in welchen Bereichen etc. Und hier möchten wir einfach unsere Lehrberufe, die innerhalb der VEM, MET und VKT angeboten werden, möglichst hautnah präsentieren. Ich finde die Messe eigentlich toll, weil man kann voll viele Sachen ausprobieren und man lernt die Berufe voll, also viel näher kennen, wie man sonst eigentlich nicht so kann. Kennenlernen war auch in Dornbirn angesagt. Die HTL Textil ließ hinter die Kulissen blicken und lud zu einem Tag der offenen Tür. Die HTL bietet eine 3-jährige Fachschule sowie eine 5-jährige Ausbildung mit Matura-Abschluss in den 3 Ausbildungsrichtungen Wirtschaftsingenieurwesen, Chemieingenieurwesen und Bekleidung, Textil und Mode. Im Moment werden an der HTL Dornbirn an die 1000 Schüler praxisnah ausgebildet. Also was uns als eine HTL auszeichnet, ist, dass wir eine sehr vielfältige Ausbildung anbieten über Wirtschaftsingenieur, Chemie und Textilingenieurwesen. Und diese Vielfalt zeigt sich auch darin, dass wir für eine HTL auch einen hohen Mädchenanteil haben, was sich natürlich sehr positiv gesamthaft auf das Schulklima auswirkt, weil wir also nicht nur Jungs ausbilden. Der alljährliche Tag der offenen Tür bietet der HTL Dornbirn die Möglichkeit zur Leistungsschau. Über 3500 Besucher nutzten an diesem Wochenende die Möglichkeit, sich über die vielfältigen und praxisnahen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und die ausgestellten Werke und Projekte zu begutachten. Ein Fest für die Augen war im vergangenen Jahr einmal mehr der Stickerball im Bregenzer Festspielhaus. Neben vielen tollen Programmpunkten begeistert der Stickerball jedes Jahr mit den wunderschönen Roben und Kleidern. Die Sticker des Landes präsentieren sich hier auf beeindruckende Art und Weise. Stickerball hat ja ursprünglich eigentlich als Winterball, klassischer Faschingsball, begonnen. Die Idee mit dem Sommerball kam dann nach 10 Jahren irgendwo, die Idee, Abwechslung in das ganze Programm hineinzubringen. Mit den letzten 2 Sommern waren wir nicht ganz zufrieden, unsere Gäste auch nicht. Darum haben wir uns überlegt, wieder zurück in den klassischen Winter zu gehen. Warum? Die langen Roben, die schönen Kleider, die Damen sind perfekt angezogen. Das Wetter spielt uns keinen Strich durch die Rechnung und damit passt es eigentlich. Neben den Herstellern der Stoffe braucht es natürlich auch die Designer, welche die Stickereikreationen in ihre Ideen und Designs mit einfließen lassen. Und dies zeigte sich dann auch beim ersten Programm-Highlight. Die Kandidatinnen der Miss Vorarlberg-Wahl präsentierten sich dem gespannten Publikum. Für die Kleider verantwortlich zeigte sich hier die Designerin Sigrun Mager-Brändle. Das Festspielhaus Bregenz war aber nicht nur Schauplatz des Stickerballs, auch der Lehrlingsball ging im vergangenen November einmal mehr in Bregenz über die Bühne. Lehre am Ball 8.0. We create the future. Wir gestalten unsere Zukunft, war das Motto des Balls. Über 4000 Gäste sorgten für eine fabelhafte Kulisse und machten die Veranstaltung neuerlich zur größten Ballveranstaltung des Jahres. Wir freuen uns jedes Jahr auf den Lehrlingsball. Es ist eine Herausforderung, aber ich denke, die Leistungen der Lehrlinge dürfen und müssen entsprechend gefeiert werden. Und das gelingt uns mit dem Lehrlingsball immer wieder recht gut. Und wir haben ja heute schon den 8. Lehrlingsball und da kommt auch schon ein bisschen Routine mit dazu. Insgesamt sind in diesem Jahr 477 Lehrlinge aus 121 Lehrbetrieben und in 31 verschiedenen Lehrberufen zu den Abschlussprüfungen angetreten. 428 Lehrlinge haben bestanden, 75 davon mit Auszeichnung, 127 mit einem guten Erfolg. Jedes Jahr wieder ein toller Event und die Qualität der Lehrabsolventen ist faszinierend. Fast die Hälfte, genau 48%, haben mit guten und ausgezeichneten Erfolg abgeschlitten. Ich finde, diese Quote ist sensationell gut. So auch bei den Lehrlingsleistungswettbewerben. Die besten Lehrlinge wurden im August in Götzis ausgezeichnet. Über 400 Lehrlinge haben an den unterschiedlichsten Bewerben teilgenommen und dabei hervorragende Leistungen erzielt. Damit schließen sie das 2. Lehrjahr erfolgreich ab und starten perfekt vorbereitet in das nächste herausfordernde Lehrjahr.
Diplom-Ingenieur Johannes Colini, Vorsitzender des VEM Arbeitgeberkomitee, eröffnete die Feier mit wertschätzenden Worten und lobte die herausragende Qualität der Lehre im westlichsten Bundesland Österreichs. Die Vorarlberger Betriebe bilden ihre Lehrlinge ganz hervorragend aus und die Lehrlinge haben große Chancen. Deshalb ist auch Vorarlberg ein sehr erfolgreiches Land. Wir sind das Land eigentlich in Europa mit dem höchsten Wohlstand und das haben wir unseren Facharbeitern zu verdanken, die eine Lehre in der Vorarlberger Industrie gemacht haben. Die diesjährigen Lehrlingsleistungswettbewerbe haben erneut bestätigt, dass die Qualität und das Niveau der Lehrlingsausbildung in Vorarlberg erstklassig sind. Dazu tragen insbesondere die engagierten Lehrlingsausbildner, die Unternehmen sowie die überbetrieblich organisierten Arbeitskreise in hohem Maße bei. Toll auch die Leistungen in der HTL Bregenz. Dort fand in diesem Jahr wieder die First Lego League statt. Die HTL Bregenz lud dabei als Gastgeber alle teilnehmenden Teams und ihre Betreuer zu sich ein. Die First Lego League findet das dritte Mal hier bei uns im Haus statt und es sind bereits in den Sommerferien Teams hier gewesen, die geübt haben für die Aufgaben. Die Aufgaben waren ja nicht bekannt bis jetzt, die haben sie heute bekommen. Und die Lehrer mussten technische Vorbereitungen mit ihnen machen, die Spiele erlernen, die Roboter programmieren. Es ist natürlich auch organisatorisch sehr viel im Hintergrund zu machen gewesen, die Räume vorzubereiten, die Organisation des Ablaufes, die Juryen zusammenzustellen. Dank unzähliger Helfer und Sponsoren kann ein solcher Wettbewerb überhaupt durchgeführt werden. Seit vielen Jahren unterstützt die Wirtschaftskammer Vorarlberg neben vielen Nachwuchsförderprojekten auch sehr großzügig die Lego League Vorarlberg. Hier wird programmiert. Man muss überlegen, wie man vorgeht, welche Taktik an den Tag gelegt wird. Das ist das eine. Man setzt sich mit Technik auseinander, aber auch im Teamwork. Es sind 4 bis 6 Mädchen und auch Burschen in diesem Team. Man spricht sich ab, man überlegt, wie kann die Aufgabe gelöst werden. Und das ist genau das, was wir dann später in der Industrie, in der Wirtschaft brauchen, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Nach einer Vorbereitung und Justierung galt es dann, mit dem Lego-Roboter innerhalb von 2,5 Minuten möglichst viele Aufgaben zu lösen. Dieses Jahr waren die Robot-Games sehr spannend und mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen konnten sich die Hightech-Hüsler der neuen Mittelschule Alberschwende den Sieg holen. Und als beste Newcomer zeichnete die Jury die League of Legolution des Bundesgymnasiums Dornbirn aus. Das beste Gesamtergebnis erzielte dieses Jahr das Team der EKM Tech Robots der HTL Bregenz und qualifizierte sich somit für das Semifinale in St. Pölten. Experten waren aber nicht nur bei der First Lego League unter sich, sondern auch beim Expertenseminar am Gebhardsberg. Thema dieses speziellen Fachseminars waren die Optimierungspotenziale von tribologisch beanspruchten Oberflächen. V-Research ist das Kompetenzzentrum für industrielle Forschung und Entwicklung und realisiert seit über 10 Jahren für ihre Auftraggeber signifikante Produktwertsteigerungen durch die Berücksichtigung der tribologischen Wirkprinzipien. Ja, wir haben in unseren Projekten in den vergangenen 10, 12 Jahren auf dem Gebiet Tribologie für den Maschinen- und Anlagenbau die Erfahrung gemacht, dass man durch die gezielte Gestaltung der Oberfläche sehr angenehme Eigenschaften für die Produkte erreichen kann. Und dieses Wissen möchten wir gerne auch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir eine Auswahl von Referenten zusammengestellt aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus der Praxis. Und was die Teilnehmer erwarten können, sind halt Einblicke in neue Technologien, aber auch gleichzeitig in die Praxis der Industrie. Dieser Schwerpunkt, weil, wie ich gesagt habe, die Gestaltung der Oberflächen einen großen Einfluss auf die tribologischen Eigenschaften von Maschinen und Anlagen und Anlagenteilen haben. Und die Erfahrung hat uns gelehrt, dass man eine bestimmte Aufmerksamkeit auch diesem Thema widmen muss, das dann sehr gut belohnt wird durch das System. In den Pausen und beim abschließenden Meet-to-Talk fanden Experten und Teilnehmer untereinander Zeit für den Erfahrungsaustausch und intensive Gespräche. Nicht am Gebhardsberg, sondern wiederum im Bregenzer Festspielhaus fand bereits zum 22. Mal das Bodenseeforum Personalmanagement statt. Dieses grenzübergreifende Forum wurde unter anderem von der Wirtschaftskammer Vorarlberg Sparte Industrie organisiert. Ursprünglich wurde diese Veranstaltung als Weiterbildungs- und Vernetzungsveranstaltung für die Personalverantwortlichen aus der Bodenseeregion ins Leben gerufen.
Mittlerweile hat sich die Veranstaltung natürlich weiterentwickelt. Das heißt, zusätzlich zum Vernetzungs- und Informationsgedanken steht der direkte Austausch zwischen den Personalverantwortlichen im Vordergrund. Wir als Veranstalter haben es uns auch zum Ziel gesetzt, neue Innovationen, neue Impulse zu setzen, denn auch die Welt im Personalbereich verändert sich ständig und entwickelt sich ständig weiter, die Menschen und die Gesellschaft allgemein, und damit muss man auch auf betrieblicher Ebene umgehen. Und genau hier möchte das Forum Personalmanagement ansetzen. Das Bodenseeforum Personalmanagement 2015 widmete sich aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Human Resources Bereich mit Fokus auf einen praxisorientierten Erfahrungsaustausch. Es ist gerade im Personalbereich sehr interessante Vorträge, wo man Ideen mitnehmen kann. Heute war der interessanteste Beitrag vom Herrn Reindl, der wo die die Bergung von einem Verletzten in der Höhle berichtet hat und wie man das eigentlich umsetzen kann auf Personalmanagement im Unternehmen, auf die Führung. Und als wenn man bedenkt, dass die Leute da gerne zahlt werden und trotzdem so motiviert sind, dort zu mitmachen und sozusagen Befehle entgegennehmen, hat mich das sehr beeindruckt. Die Besucher des diesjährigen Bodenseeforum Personalmanagement zeigten sich begeistert und konnten vielfältige Eindrücke mitnehmen. Die Veranstalter freuen sich bereits auf die nächstjährige Veranstaltung, die am 9. und 10. Juni auf Schloss Marbach in Öningen stattfindet. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe mich deshalb für die Veranstaltung entschieden, weil es die Headline mich sehr angesprochen hat, weil es ein sehr präsentes Thema ist, mit dem wir im Unternehmensalltag permanent konfrontiert sind. Und das war der Grund dafür, warum ich hergekommen bin. Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind. Und so wurde aus einem Traum mit viel Einsatz, Energie und Eigeninitiative Wirklichkeit. Innerhalb von 5 Monaten haben Erich Nachbauer, Karin Oberscheider und Ibu Sene den Bau eines Kindergartens in Mbour im Senegal für sozial schwache Kinder ermöglicht. Schon ab 10 Euro monatlich können Sie eine Kindergartenpatenschaft für ein Kind im Highlife Kids Kindergarten übernehmen. Weitere Infos auf www.facebook.com/highlifekids.kindergarten. Bei uns geht es weiter mit der Wintergondel. In der Gondel am Muttersberg war Jürgen Zudrell von den Kriesbergbahnen zu Gast. Ich wünsche Ihnen spannende Minuten. Gondel Winter 1.0 bei uns zu Gast, ein Mann aus dem Mond davon. Jürgen Zudrell, schön, dass du da bist, vom Krischberg aus dem Silbertal angereist. Ja, genau. Wir machen Fest an auf Winter, wo du mit deiner schönen Firmajacke vom Krischberg. Ja. Aber heute ist der 20. Dezember und wir haben noch keinen Schnee. Wie schaut es aus am Krischberg? Gibt es einen Plan B, wenn das noch länger geht? Krischberg ist ja ein Gebiet, wo man sehr gut wandern kann. Und durch das, dass wir ja das kleinste Skigebiet im Unterfuh sind, haben wir natürlich auch viele Alternativen. Also du kannst schon Schneeschuhlauf, Skitouren machen. Mhm. Und das geht ja oberhalb von den 1700 Metern. Mhm. Aber vor allem auch wandern. Oder? Und jetzt im Augenblick, hast du heute gesagt, ich bin gerade, wo ich angefahren bin, zu ist ein Mountainbiken offen in Krischberg. Oder? Ist verrückt, dass man das auch vor Weihnachten kann. Aber es ist halt so, man muss sich dem einfach anpassen. Oder? Wir fahren auf 14.01 und haben 11 Grad Wasser. Ja, okay, so ist es halt. Was mir auffällt, Familie Zudrell. Mhm.
will jetzt da nicht lobhudeln, aber was mir da immer wieder auffällt, ist die brutale Herzlichkeit, die die Familie ausstrahlt, schon dein Papa. Ich darf die Familie schon lange kennen, auch durch meinen Beruf und privat. Diese Herzlichkeit und das Herzblut, wo da reinfließt mit der St. Agatha Kapella, mit dem bergknappen Geschichtle, was es da gibt und so weiter. Und ich will dir jetzt da nicht lobhudeln, aber das überträgt sich auf Familie. In unserem Schriftverkehr im E-Mail ist mir das aufgefallen, das ist sowas von freundlich und alles. Ist das Kalkül? Ist das anerzogen oder gehört sich das? Das gehört sich, oder? Und das wird eben so vorgelebt. Also positiv, oder? Ja. Das haben wir uns Eltern immer gesehen und immer gesagt, wenn du Tourismus machst und echter Gastgeber bist, dann sei bitte echter Gastgeber, oder? Und ein echter Gastgeber ist eben herzlich. Ja. Weil wenn ich es nicht mit Herzen mache, dann ist der Job eh nichts geeignet für ihn. Ja. Den muss lieber etwas anderes machen. Oder? Und wir sind eigentlich alle, wir sind ja 6 Geschwisteriger. Ja, und vor allem 6 Geschwisteriger sind eigentlich alle im Tourismus tätig. Ja. Für uns alle, oder? Und das ist eigentlich auch Besonderheit, dass es das noch gibt. Also, weil oft ist ja so, dass die anderen sagen, ah, die Eltern haben viel geschafft und so weiter. Und bei uns ist das so, dass wir einfach gesagt haben, nein, wir machen das einfach gerne. Wir sind stolz, dass wir im Kirchberg da mal sind, weil es unser Hemo ist. Ja. Und ich sage, wo kannst du schön haben? Du kannst jetzt zu Fuß zum Arbeiten gehen, oder? Ja. Man ist sehr flexibel, oder? Wir sind als Familie auch zusammen. Ja, sind jetzt im Unternehmen noch 4 Geschwister, die fix immer mitschaffen, oder? Mit zum Teil Partner und so weiter. Und das funktioniert immer frei. Und vorgelebt ist es sehr von den Eltern geworden. Also, wie gesagt, das fällt auf. Ne? Ich denke, auf das möchte ich die auch reden. Aber es ist eine schöne Sache, dass das so in dem Fall weitergehen wird. Der Krischberg, klein, aber fein. Mhm. Übrigens, da fällt mir gerade diese Kombination Muttersberg und Krischberg ist ja auch im Pool der Montafon-Kart. Mhm. Zwei kleine, aber die reden groß mit, oder? Ja. Ist das wichtig? Weil wir große Skigebiete drin, oder? Brand, Böser Berg, Montafon. Kann man, können da die zwei kleinen Muttersberg und Silbertal ein bisschen was da? Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist einfach, dass du wirklich auch Gehör hast. Also wenn man mit dem Peter Markov oder Siegfried Montafon zum Beispiel schwätzt, oder? Der hat ja einen riesen Konzern. Und du nimmst, sie nehmen ihn noch wirklich wahr. Und du kannst wirklich auch Ideen einbringen, oder? Und ich habe jetzt erlebt, seit ich jetzt dabei bin, ich bin erst seit mal knapp ein Jahr jetzt dabei, schon einige Sachen umsetzen können und durchsetzen können, weil ich halt auch das Denken vom Hotelier und damit ich bringe die ganze Geschichte. Ja. Und das funktioniert super. Ist also wirklich sehr, sehr kollegial. Ja. Weil es hat ja ein paar Jahre davor ganz andere Zeiten noch gegeben. Hat ein bisschen geraucht, gell? Hat sehr geraucht im Mund davor. Hat vielleicht auch seine Wichtigkeit gehabt, was auch immer. Ich bin dort Gott sei Dank noch nicht involviert gewesen. Und jetzt zieht man wieder rein am Strang, oder? Und man ist wirklich auch anerkannt als Partner. Das habe ich auch merken dürfen. Man war ja da die Bergbahnenvorstellung am Muttersberg auf 14.01 im Alpengasthof, eine wunderschöne Abendveranstaltung. Und da hat man also auch gemerkt, dass da ziemlich Saft jetzt dahinter steckt. Ja. Und vor allem an einem Seil das Ganze gezogen wird. Wenn man jetzt an Silbertal und Krischberg denkt und man hört immer von der großen Skigebiete, man hat investiert, Millionen werden jedes Jahr investiert, muss da auch an Krischberg mitziehen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch im Verhältnis ist zwar jetzt nur 1 Million, was wir in den letzten Monaten und bis nächstes Jahr im Frühling investieren würden ins Gebiet, aber im Verhältnis ist das wie ein paar Millionen jetzt bei einem großen Gebiet. Ach. Und du bist wieder einfach da verpflichtet, am Gast einfach einen guten Service zu bieten. Und das muss von der Infrastruktur muss einfach top sein, aber auch eben die Herzlichkeit und die Mitarbeiter, was dabei sind. Und da musst du einfach immer dazu sagen, dass das so passt. Und ihr könnt euch davon überzeugen, wie das da aussieht am Krischberg im Silbertal bei der Familie Zudrell mit ihrem Lift- und Wintersportangebot. Er hat nämlich hohe Gutscheine mitgebracht und was es da zu gewinnen gibt, das verratet uns jetzt unsere Glücksfee, die Valentina vom Alten Gasthof. Hallo, ich bin's wieder, eure Valentina. Entschuldigung, es gibt ihr was zum Gewinnen. Und zwar kann ich dann einen Gutschein vom Krischberg Silbertal. Und wenn ihr den gewinnen möchtet, natürlich wieder für eine ganze Familie, dann schicken da eine E-Mail an alpengasthof@muttersberg.de. Und ich wünsche euch wieder viel Glück. So, jetzt muss ich aber noch ein Schlückchen nehmen. So, sind wir wieder drauf. Jawohl, wir sind wieder in der Gondel. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück, einmal mir zwar, dass das jemand gewinnt, tolle Familie. Es gibt einen Slogan, der heißt, Krischberg ist ein Genießerberg. Mhm.
Ja, wir haben einfach gesehen, eben durch das, dass wir das kleinste Gebiet sind. Da Essen, Genuss oder Naturgenuss? Also von allem. Von allem, ja, okay. Genau. Weil eben die Besonderheit im Kirchberg ist ja das, eben das kleinste Gebiet jetzt im Unterfuhr, vom Skigebiet her und so weiter, und auch noch die eine 35-Personen-Grundelbahn. Aber wir haben dafür eine sehr schöne Vielfalt da oben. Aber alles ist eher auf Genuss und genussvoll aufgebaut. Und das ist das, die Leute einfach offen kommen, wenn sich jemand ausbauen will, haben wir auch zwei, drei Sachen, aber das sind eher zwei, drei Randbereiche, wo wir damit abdecken können. Aber die meisten, die an Kirchberg offen kommen, ist wahrscheinlich Muttersberg ähnlich, denke ich. Der kann wirklich offen zum eben gut essen, nette Leute kennenlernen und treffen wieder da mal, oder das Panorama genießen. Und dann sagen sie auch, du, jetzt gehe ich heute ein bisschen auf die Läupe oder ich kann eben ein bisschen Skifahren, aber eben alles genussvoll. Also nicht so die, wo ich wirklich sage, ich baue mich aus und am Abend zähle meine Pistenkilometer und Höhenmeter. Ja, ja. Die würden sich im Kirchberg auch nicht wohlfühlen, oder? Da sind genau die anderen, die eben sagen, du, nein, ich will Urlaub machen, ich will mir das gut holen, oder ich will mit Leuten um mich herum, wo wir wichtig sind, oder? Und wo ich Freude habe. Also fast einzigartig, eine Familie, die da einen Berg bewirtschaftet, im gastronomischen Bereich, im Freizeitbereich mit einer Seilbahn bzw. mit Lift. Das Ganze ist ja berühmt und berüchtigt, darf man nicht sagen, aber berühmt war er, berüchtigt wohl, sagen wir es jetzt ganz einfach mal, durch den Papa wieder, der ja diese Geschichte aufgearbeitet hat. Vom Silbertal, die an Bergbau anlehnt. Und da spielt dein Papa nach wie vor in gereiftem Alter immerhin schon eine wahnsinnige Rolle. Erzähl bitte mal die schöne Geschichte. Also, der Papa ist immer noch ein junger Hupfer, der ist erst 75. Die Eltern sind über 90 geworden, also ich habe Papa gesehen, du warst sicher über 100. Also, von dem her bin ich da immer ganz ruhig und gelassen. Und was der Papa wirklich geschafft hat, der hat die Bergbaugeschichte wieder, durch das, dass wir die St. Agathe-Kapelle da haben, das ist ja die älteste Kapelle von Montafon. Hat er das hergebracht, dass er die Geschichte wieder zum Leben erweckt hat. Dort sind immer laufend Weiterbilder. Und er hat es einfach geschafft, eine Führung zu machen, wo die Leute einfach begeistert. Die Schwurst auf der Kind vom Kindergarten dabei sind oder Senioren, die schafft es alle wirklich im Band zum Ziehen und das eben lebhaft dahin zu bringen. Und die sind wirklich einfach begeistert und kann noch immer aussehen. Und wir sind schon da und wir können nur empfehlen, schauen das einmal an. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Weihnachten, das Fest der Freude, denken unsere drei Freunde und wollten es gebührend feiern. Dazu gehört natürlich auch ein Weihnachtsbaum. Wenn das enge Budget es nicht erlaubt, muss eine Alternative dafür gefunden werden. Wie sie das anstellten und welche Folgen es hatte, das erzählt uns der Ogerblick-Dialektfilm Schräge Vögel feiern Weihnachten, den wir uns nun ansehen möchten. Vielleicht ist es Ihnen ja ähnlich ergangen. Da können wir dann den Stuber stellen und können wir alle zusammen Weihnachten singen. Das lachen die jetzt so blöd, ich mach's ernst. Oh ja, ja, das ist nicht so gemeint. Wissen wir was, machen wir so. Martin, du kochst jetzt was Feines und ich bring den Baumschmuck mit. Und ich kauf den Baum. Nein, das kannst du gleich vergessen. Das können Frauen nicht. Das müssen schon wir machen. Das muss schon ein gehöriger Baum sein, wenn wir uns schon die Mühe antun. Geh, Martin. Ja, mit Mons. Schau, ich hab's euch gesehen. Bei der Gemeinde gibt's super billige Wein, 10 Euro ein Stück. Und jetzt holen wir uns der schönste und der größte aus. Komm mal. Hey, was tun die da? Kann hier der größte Baum holen, komm? Was da haben wir gutes Licht, da sehen wir das am besten. Gib mal ein Glühwürmchen, ha? Wo wär's denn?
Was willst du mit dem Gebüsch? Wollst du für das Teil 10 Euro? Hol einen anderen Mensch. Wer? Was? Das willst du ins Zimmer stellen? Vergiss es, anderer Baum. Wie ist der? Der ist ja viel zu dick. Schau ihn mal an. Der? Martin! Stun! Du lass mir da noch mal aufpusten, bitte. Ne? Also, der ist schön. Nee. Mensch. Hat wer was für Pause gesehen? Geh dann Baum suchen, Mensch. Ja, ja. Martin, was willst du jetzt mit dem Ding wieder? Komm, den nehmen wir jetzt, weil sonst sind wir noch den ganzen Tag da. Du Meister. Hast du 10 Euro für den Baum? Danke. Ja, ich krieg 30 von dir. Was, 30 Euro? Ja. Vorne steht eine Tafel 10 Euro für den Baum. Steht 10, aber ist für die Kleine da. Und für das Gebüsch willst du jetzt 30 Euro? Nein, für den Baum 20 und 10 für 5 Bergli am Arsch. Weißt du, da hast du 10 Euro, danke. Hey. Wer gehört mir? Wer bleibt da? Der Baum wäre der Schwimmbaum. Ja, wer bleibt da? Wer bleibt da? Wer gehört nicht dir? Wer bleibt da? So. Martin, Lisa, wir wollen woanders einen Baum holen. Der soll sich den Baum sonst woanders schieben. Sieh doch nicht auf. Das ist ja wahr. Das ist ein Bienenhechter. Ah. Es passt wieder. Michi, ruf jetzt. So, ob man das auch tun. Ich hoffe, das tun. Michi. Weg da. Das gehen wir jetzt noch. Weg da. Nein, Michi, hör auf. Oh. Ah, kommt, kommt. Bei Herrgott, sag. Du Krüppel, bin ich nie verwischt, du. Mami, das haben wir jetzt für die Nummer-Land-Spinnerei. Wer spinnt? Der spinnt da oben, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt keinen Baum, oder? Super gemacht, echt. Hey. Ach, die haben jetzt Torwäsche. Super, oder? Jetzt ist sie auch gefressen, oder? Ja, auf alle Fälle brauchen wir jetzt irgendwie einen Baum. Was war's? Wir werden einfach einen Baum da klauen. Wir treffen uns da oben um 10. So machen wir's. Ich komm dir holen, bring uns selber mit. Genau so machen wir's. Okay. Das nehmen wir, das Bömmli nehmen wir. Was ist, wenn uns jemand zieht? Da, zieh das an. Kapaba. Das kann sehr laut ziehen. Wir kommen am Baum klauen, nicht auf den Faschingsumzug. Martin, ist das so schwer zu begreifen? Wenn uns jemand zieht, zieht der am Weihnachtsmarkt. Und? Ja, was ja und? Am Weihnachtsmarkt, wo ein Baum geholt geht, das gehört so. Da sieht keiner was. Super, perfekt. Komm mal. Okay, Martin, ich gehe jetzt da vorne und schaue, ob jemand kommt. Und wenn alles okay ist, gebe ich dir ein Zeichen und dann fängst du voll an zu ärgern, gell? Ja, passt. Okay, passt. Okay. Kuckuck, Kuckuck.
Kuckuck, Kuckuck. Martin, fang an. Fang an, Serga. Ja, Serg. Nimm ab den Händler! Also vor allem ein Hirsch, was um einen anrennt, bist du sicher der Größte. Hoffentlich hat das Bus nicht mehr gehört. Er schnüttelt leises. Moin. Gott, Osch. Also säg den Baum jetzt um. Säg jetzt. Oi, Schade, komm. Komm, dann weg da. So wird das gemacht. Martin, heb dich dort. Könnte in der Säge. Da ist viel mehr Platz, stell den Baum auf jetzt, komm. Aber nach Feng Shui muss er ihn dort umnehmen. Und was hätte in Feng Shui, wenn dort kein Platz ist? Ja, nur in dem Eck kann er seine Aura ausstrahlen. Könnt ihr jetzt aufhören, dann schneiden wir halt unten nach. Nein, Gott, das sind doch nicht die schönen Äste, die in alle Himmelsrichtungen ausstrahlen. Und dann schneiden wir halt oben ab. Nein, er wird nicht abgeschnitten. Ja, unten nicht, oben nicht. Wissen jetzt, was er wähnt? Ja. Das kann er seine Aura nicht ausstrahlen, oder? So, Gang weg jetzt mal auf. Heb's jetzt mal mal auf. Gang um. Lenk, links, links. Links, hab ich gesehen. Was tust du? Zurück, zur Tür. Wie jetzt? Was ist das Ding? Anders, Gang, Martin. Echt, du bist so eine Pfeife. Gang weg und heb das da drinnen. Du laufst immer in die verkehrte Richtung. Heb mal an. Nicht schieben! So, nehmen wir jetzt den Baum da. Um. Aber. Wie? Wie schon? Das bin ich vom Aufbau, oder? Das bist du in der Gesicht jetzt. Wer hat schon wieder Platz für so ein Feng Shui-Bild? Kriegt dich ab, Mensch. Ne, tu nicht so. Ja, komm. Martin, heb den Baum. Unter nicht, oben nicht. Ich habe eine Idee. Hey, was meinst du, Martin? Haben wir gut gemacht, ne? Nee, einfach genial. Sensationell. Lisa, komm schau, was wir gemacht haben für dich. Oh mein Gott, was ist das? Jetzt, was soll das bitte darstellen? Soll das etwa ein Christbaum sein, oder wie? Was soll die Lichterkette da oben? Gott, ist das gut? Na, das ist doch kein Christbaum, sag mal, bringen dir nichts auf Dreier. Schauen wir wenigstens, dass der Christbaum wieder wie ein Christbaum ausschaut, oder? Was tun wir jetzt? Viel ein anderer Schmuck. Kugler. Lichter. Martin, im Keller müsste man uns ein Licht haben. Das kann man holen. So. Also für uns. Lisa! Komm den Baum jetzt anschauen. Ich glaube, wir sind fertig. Fällt dir aus Sicht, Martin, mal schön. Super. Immer noch, ja. Lisa!
So ist schon besser, ne? Und leuchtende Kugel hat auch nicht jeder. Nein. Leuchtende Kugel hat sicher nicht jeder. Ja. Ich gehe die Kuh fertig machen. Nachtragend. Schau mal, das ist für dich. Nein, danke. Ah, das ist für dich. Jetzt mal gut backen. Jetzt können wir alle zusammen Weihnachtslieder spielen. Ja. Bei mir, ich mach schon ein bisschen das Licht durch. Martin, haben wir den schönen Baum, ha? Ein bisschen schräg ist er. Ja, aber billig ist er gesehen. Ja. Wahrscheinlich die Lisa. Ja, was? So. Ich bin mal vorne sitzt. Lisa, häng du an die Tür. Grüß Gott. Grüß Gott, ist Herr Martin zu sprechen? Ja, ich hol ihn. Jungs, für euch. Ja, ja. Sind Sie der Herr Martin? Martin S. Nein, das wäre dann. Herr Martin S., das wurde im Wald gefunden. Das gehört Ihnen. Danke, danke vielmals. Wiedersehen. Moment, Moment. Eine Strafverfügung. 250 Euro Strafe. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch den Sport mit Marc Gechter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams von Ländle TV einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Expert Janett, der Serviceprofi in Rankweil mit absoluter Bosekompetenz. Expert Janett in Rankweil, Ringstraße 26. www.janett.com. Also ich bestelle schon lange und immer wieder im Direktvertrieb bei meiner Beraterin, weil ich sie kenne und schätze und die Ware nach Hause geliefert wird. Und die Sicherheit gibt uns die Golden Card von der Wirtschaftskammer. Mobil, modern, menschlich. www.derdirektvertrieb.at. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sport hier auf Lände TV. In dieser Woche wieder mit Eishockey und zwar mit der International League. Dort stand das große Lände-Derby auf dem Programm. Der EC Lustenau traf vor eigenem Publikum auf die VJ Feldkirch. Volles Haus in der Rheinhalle Lustenau. 2193 Besucher wollten sich das Lände-Derby nicht entgehen lassen. Die Hausherren aus Lustenau dabei ohne die verletzten Wiedmeier, Winzig, Schwendinger und Haberl sowie dem gesperrten Auer. Und Lustenau mit einem denkbar schlechten Start, denn nach nur 90 Sekunden konnten die Gäste aus Feldkirch zum ersten Mal jubeln. Fekete versenkte den Puck hier zum 1:0 im Gehäuse der Lustenauer. Auch im weiteren Spielverlauf dominierten die Oberländer das Geschehen auf dem Eis. Harand scheiterte hier aber an EHC-Keeper Machreich. In der 18. Spielminute fasste Wilfan eine kleine Bankstrafe aus. Die VÖU also mit einem Mann mehr auf dem Eis und die Feldkircher gleich gefährlich. Erneut war es Fekete, der in der Zone richtig stand und die Scheibe zum 2:0 in die Maschen beförderte. Im zweiten Spielabschnitt zunächst wieder die VJ Feldkirch mit der ersten Chance. Draschkowitz mit dem schnellen Break. Machreich ließ sich in dieser Szene aber nicht bezwingen. Dann kamen die Lustenauer immer besser ins Spiel. Die Löwen hielten dagegen und dies machte sich auch im Ergebnis bemerkbar. Aus diesem Gestocher heraus erzielte Barney den Anschlusstreffer. Alles also wieder offen. Danach schwächten sich die Hausherren aber selbst, Oberscheider in dieser Szene übermotiviert mit dem Checker Meier. Der Lustenauer kassierte für dieses Vergehen eine 5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe. Die Gäste aus Feldkirch also lange Zeit in Überzahl, aber Lustenau wehrte sich nach Kräften und konnte vorerst einen weiteren Treffer verhindern. Rein in den letzten Abschnitt und nun drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Hördener hier mit dem guten Antritt, beim Abschluss fehlten aber ein paar Zentimeter. Aber der EHC blieb am Drücker, Barney hier auf Wood, VU-Keeper Bock aber erneut bombensicher. Dann die 44. Minute. Grasböck musste in die Kühlbox, Lustenau also in Überzahl. Das Tor aber machten die Cracks aus der Montfortstadt. Stanley hier aus stark abseitsverdächtiger Position auf und davon. Und Stanley erfolgreich, neuer Spielstand 1:3. Dieser Gegentreffer war der Genickbruch für Lustenau. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle hatten die Hausherren nicht mehr die Kraft, diesen Rückstand aufzuholen. Das Spiel war entschieden, dennoch gab es Chancen, Zählbares schaute aber nicht mehr heraus. So machte sich dann auch ein wenig Frustration breit. Spane hier mit dem Foul am Breuß. Auch er fasste eine 5 Minuten plus Spieldauer Disziplinarstrafe aus. Feldkirch nutzte die Überzahl dann auch eiskalt aus. Essmann erzielte aus diesem Gestocher heraus das 4:1 für die Gäste. Die Partie nun also endgültig entschieden, aber Feldkirch setzte weiter nach. Puschnik traf in dieser Szene zum 1:5. Und in der 56. Spielminute war Rina zur Stelle und sorgte mit diesem Treffer für den Endstand. DHC AG Elastic Lustenau musste sich der Lorenzlift VU Feldkirch also mit 1:6 geschlagen geben. Ja, vielleicht haben uns einfach die Kräfte gefehlt am Ende, weil wir haben wenige Leute gehabt, viele Verletzungen, aber wir haben versucht alles zu geben. Ja, jetzt darf man keine Excuses finden. Achso, ja, frohe Weihnachten nachträglich und schönen Silvester wünsche ich euch alle und danke für die Stimmung. Das ganze Jahr über, obwohl ich erst sehr kurz da bin, aber ist super hier.
Das war's schon wieder vom Sport für diese Woche hier auf Lände TV. Ich wünsche Ihnen nun einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2016 wieder. Bis dann. Tschüss.